nur mal ein bisschen umsehen. Ja, bitte. Schöne Sachen haben Sie hier. Aber ich will gar nichts kaufen. Sie können sich gerne in aller Ruhe umsehen. Und wenn Sie doch etwas entdecken, dann... Ich hatte eigentlich nur mal eine Frage. Ja, bitte? Das Bild da. Jan Porzellis. Ein Flamer. Aha. Frühes 17. Jahrhundert. Ich würde gerne wissen, was sowas ungefähr kostet. Interessieren Sie sich speziell für dieses Bild? Oder überhaupt grundsätzlich für die Marinemaler? Ich würde nur gerne wissen, was sowas ungefähr kostet. Mein Großvater hat nämlich so ein Bild bei sich zu Hause hängen. Und so ähnlich jedenfalls. Ja, um zu sagen, was es wert ist, müsste ich das Bild natürlich kennen. Der Wind auf seinem Bild kommt allerdings, glaube ich, mehr von der anderen Seite, mehr von links. Aber es ist ein echtes Ölgemälde. Trotzdem kann ich Ihnen beim besten Willen nichts über den Wert des Bildes sagen, wenn ich es nicht vorher gesehen habe. Dieses Bild hier jedenfalls kostet... Moment. $4.400. Ja. Ich gebe Ihnen mal meine Karte. Dann können Sie das Bild ja vielleicht mal herbringen. Oder wenn Sie oder Ihr Großvater das Bild vielleicht einmal verkaufen wollen, dann rufen Sie einfach an und wir vereinbaren dann irgendeinen Termin, an dem ich mir das Bild ansehen kann. Aber sie schwitzt wie ein Ketchup. Da fühlen Sie aber auch. Das ist nämlich ganz schön anstrengend. Haben Sie schon mal probiert Bauchtanz? Nee, bloß Tango. Ist aber gesund. Den Körper fit. Mit dem Bauch nicht. Meinst du, es wird nicht ein bisschen eng bei mir? Wie viel Platz braucht sie? Nicht einmal so viel für Bismarck. Nach dem Tanz, nach Ihrem Auftritt, sie geht sofort. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Bühnesson wird sich um alles kümmern. Ich werde nicht mal beim Tischdecken helfen. Meine Frau und meine Tochter werden das alles machen. Kommen die auch? Nur um zu servieren. Warum habe ich mich bloß von dir breitschlagen lassen? Scheiß Geburtstag und nicht mal meiner. Aber Herr, sie ist doch Ihre Schwägerin. Wer weiß, wann sie das letzte Mal ihren Geburtstag so richtig gefeiert hat. Mit Hammelbraten und Bauchtänzerin bestimmt noch nie. Na gut. Was machen wir jetzt? Wenn Sie erlauben, würde ich Sie gerne auf einen echten türkischen Schnaps einladen. Türkischen Schnaps? Nur um zu probieren. Hä? Na gut, aber nur einen. Hör auf mit der Bettelei, du verdammte Pisthöre. Ist ja ekelhaft. Jetzt frühstücke ich. Und dann auch beleidigt sein, du Arsch. Sogar Kötern merkt man an, dass er aus dem Osten stammt. Hm? War ja sowieso schon Schimmel dran. Soll ich nun in die Apotheke? Nein, alles wegen deinem scheiß Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Was hat denn mein Geburtstag mit deinen Kopfschmerzen zu tun? Danke. Das wirst du heute Abend schon sehen. Da bin ich aber neugierig. Ist dir noch was eingefallen? Nimm den Köter mit raus, der macht mich verrückt. Da will er bloß spielen. So? Kannst du Skat? Sag ihm, dass ich mit ihm spiele, wenn er Skat kann. Also, ist noch was mitzubringen oder nicht? Zucker habe ich aufgeschrieben, Eier, Leberwurst, Kaffee. Ich gehe jetzt in die Kaufhalle. Kaufhalle? Bolle, Meier, Edeka, Reichel, alles, was du willst, aber bei uns gibt's keine Kaufhallen. Wann werdet ihr euch endlich daran gewöhnen, dass euer Kommunistendeutsch außer Mode ist?
Warum? Warum sollen wir uns immer an alles gewöhnen? Andauernd wird uns gesagt, ihr müsst euch daran gewöhnen und daran gewöhnen. Was ist denn, wenn sich jemand nicht an eure Ellenbogengesellschaft gewöhnen will? Das musste ja kommen, Ellbogengesellschaft. Wenn euch nichts mehr einfällt, dann heißt das Ellbogengesellschaft. Und was seid ihr? Was war das früher bei euch? Jedenfalls musste bei uns niemand Angst haben, dass er seinen Arbeitsplatz verliert. Sollen wir uns daran gewöhnen, dass viele von uns keine Arbeit mehr haben? Weil ihr nie gelernt habt, was Arbeit ist. Das war doch als gemütlicher Zeitvertreib organisiert. Das war euch doch scheißegal, ob die was einbringt oder nicht. Für einen Unterhalt hattet ihr ja Leute, die dafür aufkommen durften. Euch etwa? Damals schon. Ohne uns wärt ihr doch schon vor Jahrzehnten verhungert. Ihr habt doch nicht in einem normalen Staat gelebt, das war doch eine Ruine. Und eurem Erich habt ihr erst dann nicht mehr zugejubelt, als das ererbte Vermögen verballert war. Die Natur vergiftet und eure Häuser morsch. Das sind sie auch heute noch. Und daran sollen wir uns gewöhnen? Ihr könnt ja mal anfangen zu reparieren. Von nix kommt nix. Was zum Beispiel, Friedhelm? In meiner Wohnung? Das Badezimmer? Da sind die Fenster morsch. Der Gamat geht nicht. Der Warmwasserspeicher, der ist schief eingebaut. Der Einstellknopf ist kaputt, neue gibt's nicht mehr, die Steckdosen liegen frei, weil der Fliesenleger das Loch dafür zu klein gemacht hat. Und das Wohnzimmer ist noch schlimmer, da sind die Fenster so undicht, dass da pro Fenster vielleicht 10 Liter reinlaufen. Aber doch bloß, wenn es regnet. Manchmal ist es wirklich beschissen, dass mir dein Vokabular fremd ist, sonst könnte ich dir in einem Wort sagen, was du bist. Hab ich deine Wohnung vergammeln lassen? Selbst wenn ich's könnte. Wieso soll ich ihn selber reparieren? Weißt du, wie viel Miete ich bezahlen muss? Dass viele bei uns schon für diese Löcher mehr Miete bezahlen müssen als ihr im Westen, weißt du das? Neulich hat mir der Neffe von Frau Emskötter ein Loch durchs Fensterbrett gebohrt, einen Schlauch da durchgesteckt und einen Eimer drunter gestellt. Jetzt läuft das Wasser wenigstens nicht mehr durchs ganze Zimmer. Aber ich muss den Eimer alle Stunden leer machen. Bloß, wenn es regnet. Das ist doch schon mal was. Und an das alles soll ich mich gewöhnen, Friedhelm? Mein ganzes Leben habe ich mich an irgendwas... Warum? Von mir aus kannst du in Gummistiefeln rumlatschen und jetzt möchte ich zu Ende frühstücken. Ach, das habe ich gerade in der U-Bahn gelesen. Ist ja ein Ding. Hast du von dem was anderes erwartet? Ein Saarländer. Wenn man das hört, weiß man da schon Bescheid. Ich denke, der kommt aus Sindelfingen, ein Saarländer. Und was für einer? Erich war auch Saarländer. Honecker und Lafontaine. Bloß, dass der eine seine große Klappe immer noch aufreißen darf. Der Adenauer hat schon gewusst, warum er das Saarland damals den Franzosen aufs Auge drücken wollte. Aber diese arroganten Schweine haben natürlich abgelehnt. Denen haben wir ja schon fast so viel Geld ins Maul gestopft wie euch. Und zum Dank dafür machen die dann einen von diesen Luxusopportunisten zum Ministerpräsidenten. Trotzdem hätte er sich deswegen nicht aufhängen müssen. Lafontaine hat sich aufgehängt? Der doch nicht. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ich rede von dem da, der da, da. Erwin Landowski, der sich auf seinem Balkon aufgehängt hat. Und darüber habe ich mich auch schon gewundert. Dass sich einer aufhängt, weil er das alles nicht mehr aushält? Dass eure Balkons sowas aushalten. Das war bei Frau Emskötter schräg gegenüber und Frau Emskötter kannte den sogar und seine Frau und die zwei Kinder. Ist das nicht grausam? Was meinst du, wenn du morgens aufwachst und siehst, dass sich auf dem Balkon einer aufgehängt hat? Kommt drauf an, wer. Und wenn ich denke, warum er das gemacht hat, weil er das alles nicht mehr aushält, wie ihr mit uns umgeht. Na, grausam. Das war eine dumme Ausrede gewesen. Der war doch bloß sauer, dass seine Firma pleite war und er obendrein sein Wochenendhäuschen wieder rausrücken sollte. Wenn das wirklich so wäre, dann müsste sich ja jeder Dritte von uns das Leben nehmen. Von müssen kann gar keine Rede sein. Das hat noch keiner von uns verlangt. Obwohl wir einen Haufen Geld sparen würden. Vielleicht wurde sogar meine Rente wieder mal erhöht und nicht bloß die von euch da drüben. Komm mit, Bismarck. Wir gehen zusammen in die Kaufhalle. Hallo. Morgen. Gut, dass ich Sie treffe. Könnten Sie bitte Ihrem Herrn Motzki ausrichten, dass er künftig das Klofenster öffnet, nachdem er geschissen hat? Warum sagen Sie es ihm nicht selber? Das ist eine menschenunwürdige Zumutung. Also mich stört's auch, wenn ich auf ein Klo komme, in dem kurz vorher jemand sein großes Geschäft verrichtet hat. Aber das kann man doch nicht gleich menschenunwürdig nennen, finde ich jedenfalls. Menschenunwürdig. Vielleicht haben Sie da drüben ja andere Maßstäbe. Ich lasse mir sowas jedenfalls nicht bieten. Menschliche Bedürfnisse haben es nun mal an sich, dass einige mit einem unangenehmen Geruch verbunden sind. Unsere Toilette bei mir zu Hause, ich wohne in Bangkok, ist da ja auch auf halber Treppe. Und wir sind 4 Mietparteien, die drauf diese benutzen müssen. Und wie nennen Sie das, wenn es auf Ihrem Klo ständig stinkt? Also, um ganz ehrlich zu sein,
Von mir aus könnten wir es sofort tauschen. Na, schlimmer als hier wird es da drüben bei Ihnen auch nicht sein. Also auf unserem Klo ist es ehrlich gesagt einfach so, dass ich mich nicht mal mehr traue, mich darauf zu setzen. Unser Fallrohr ist nämlich seit Jahren im ganzen Haus morsch und das ist grausam, kann ich Ihnen sagen. Da braucht nur oben einer die Spülung zu ziehen oder seine Waschmaschine pumpt gerade ab, dann kriegen wir unten den ganzen Dreck in den Rücken gespült, falls man sitzt. Warum lassen Sie es nicht reparieren? Dass wir obendrein täglich mehrere Male die Sauerei im Klo aufwischen müssen, damit die Brühe nicht weiter nach unten durchsickert. Das gehört auch noch dazu. Kann ich was dafür? Manchmal muss man ein bisschen übertreiben, sonst glaubt es einem keiner. Nicht ärgern, Frau Rosenthal. Ich glaube, sie meint es gar nicht so. Mir ist es ziemlich egal, ob einer meint, was er sagt oder nicht meint. Und sowas nennt man Geburtstag. Heute Abend sieht alles ganz anders aus. Wir haben nämlich eine Überraschung für Sie. Ich glaube, keine Überraschung wäre mir lieber. Aber die Geburtstagsgeschenke haben Ihnen gefallen. Was für Geburtstagsgeschenke? Herr Motzki nicht? Ah, dann hat er wahrscheinlich für heute Abend verschoben. Die richtige Feier ist ja auch erst heute Abend. Was bedeutet schon Geburtstag in meinem Alter? Sagen Sie das nicht, Frau Rosenthal. Was heißt in Ihrem Alter? Sie können doch erst jetzt die schönen Dinge des Lebens so richtig genießen. Ja, ja. Komm, bis Marx, sonst wird's zu voll. Wiedersehen. Wiedersehen. Vor Ihnen ist ja keine Frau sicher, Herr Gülüser. Sie sind ja ein richtiger Schürzenjäger. Ein ganz gefährlicher. Ein richtiger Don Carlos. Don Julius, wollte ich sagen. Auf jeden Fall ein ganz schlimmer. Was schenkst du ihr eigentlich? Ich? Schenken? Wem? Edith natürlich. Wieso soll ich ihr was schenken? Weil sie Geburtstag hat. Hast du vergessen, dass ich extra ihretwegen ein Festessen veranstalte? Du? Ich dachte Herr Gülüsan. Der liefert nur die Zutaten und lässt seine Frauen kochen. Ich stelle immerhin die Räumlichkeiten zur Verfügung. Diese? Da soll ich das Palasthotel mieten. Für 6 Personen? Na also, und dann engagieren wir sogar noch eine ganz besondere Unterhaltungsattraktion. Die Bauchtänzerin. Dieser Kümmeltürke kann doch sein Maul nicht halten. Das sollte eine Überraschung werden. Edith wird es ja auch ein. Wer kriegt schon zum Geburtstag eine Bauchtänzerin geschenkt? Genau. Als Dame. Aber für Türken hat das wohl eine andere Bedeutung als für uns. Und engagiert hat sie ja wohl auch Herr Gülüsan. Aber ich habe sie damit ausgesucht. Es war bestimmt ziemlich anstrengend. Herr Gülüsan schenkt Edith eine Brosche. Extra für sie angefertigt bei einem Juwelier. Na, wo denn sonst? Hätte sie sich vom Tischler machen lassen sollen. Ich sag das nur, weil Herr Gülüsan nur Türke ist und du bist immerhin ihr Schwager. Mir wäre das jedenfalls peinlich, wenn ich mit leeren Händen zu einer Geburtstagsfeier kommen würde. Ich komme ja nicht. Bin ja schon da. Du musst es ja wissen. Was sollte ich ihr denn schenken? So was überlegt man sich vorher. So auf den letzten Drücker ist das nicht so einfach. Allerdings, die aus dem Osten freuen sich über alles. Vielleicht hast du ja irgendwo noch hier in der Wohnung was. Vielleicht irgendwelchen Schmuck von Doris? Schmuck? Das Ölgemälde vielleicht. Das da? Ob sie sich darüber freuen wird? Ich schenke ihr das ja nicht, damit sie sich darüber freut, sondern weil diese türkische Drecksau mich ja direkt dazu zwingt, ihr was zu schenken. Ich meinte auch nur, weil ihr das Bild doch schon gehört. Das kann man dann doch nicht mehr verschenken. Sagt sie. Doris hat es auch gesagt. Und es steht in ihrem Testament. Das ist doch gar nicht gültig. Das ist mit der Hand geschrieben im Krankenhaus. Testamente müssen mit der Schreibmaschine geschrieben werden. Und nur die Unterschrift darf handschriftlich sein. Testamente mit der Hand geschrieben. Was meinst du, was das alles für Streitigkeiten geben würde? Das Gekritzel von den meisten Leuten kann doch niemand richtig entziffern. Aber das Bild gehört dir trotzdem. Das kann ich bezeugen. Das hat Doris mir mal erzählt, dass das Edith gehört und dass sie es bloß nicht aufhängen konnte, weil ihr Zimmer zu feucht war. Wenn das damals zu feucht war, dann ist es heute auch nicht trockener. Höchstens noch feuchter. Also dann erst recht. Wenn sie es nirgends hinhängen kann bei sich, was soll sie dann mit dem Bild machen? Was immer sie will. Die Welt war nie so schön für mich, wie sie nun scheint, da wir vereint und darum liebe ich dich. Die Welt war nie
wenn Blumen blühen und Sterne glühen, so wie im Märchenreich. Die Welt, ihre Schönheit. Auch wenn sie nicht das Glück hatten, als Westdeutsche auf die Welt zu kommen, falsche Seite. Sehr geehrter Herr Motzki, sehr geehrte Frau Rosenthal, liebe Gäste. Gäste? Er meint mich. Wir sind heute hier zusammengekommen, um den Geburtstag von Frau Rosenthal zu feiern. Und ich freue mich besonders, dass ich und meine Familie natürlich, die noch in der Küche den Braten fertig machen muss. Also, da wohnen wir ja nun hier Haus an Haus mit Herrn Motzki. Seit fast so lange, wie an dem Tag, an dem Sie, verehrte Frau Rosenthal, mit Ihren Freunden diese Mauer gebaut haben, die nun wieder weggehauen ist. Und jetzt feiern wir sogar gemeinsam wie eine Familie. Und deshalb sagt Ihnen Gülisan Üksnürz aus Xmir, ich bin ein Berliner. Und so wie ich ein Berliner geworden bin, dann werden Sie, geehrte Frau Rosenthal, auch wenn Sie nicht das Glück hatten, als Westdeutsche auf die Welt zu kommen, kurz gesagt, nicht die Hoffnung aufgeben. Warum sollten Sie nicht auch irgendwann mal genauso Berliner werden wie wir? Nur nicht die Geduld verlieren. Also dann sag ich mal, Prost, war wenigstens kurz. Eigentlich müsste ich jetzt auch ein paar Worte sagen. Soweit kommt das noch, auch noch vorm Essen. Das muss heiß gegessen werden, das ist Hammelbraten. Man wird doch wohl noch Danke sagen dürfen. Später. Jedenfalls hätte ich nicht geglaubt, dass das so eine schöne Feier wird. Und ich weiß natürlich, wem ich das zu verdanken habe. Hätte ich gewusst, wie schön das heute hier wird. Und es gibt ja noch die Überraschung. Halt die Klappe! Und wie viel Mühe sich alle geben, ich weiß nicht, ich hätte sogar noch ein paar Freunde eingeladen. Von drüben? Ich wollte nur sagen, wie schön das ist. Vielleicht noch Frau Emskötter, die hätte mir noch gefehlt. Die kennst du doch gar nicht. Mir reicht, was ich von dir gehört habe. Eine von diesen typischen Zonendödels kriegt es vorn und hinten reingesteckt. Dass es sich bedankt, verlangt man ja schon gar nicht mehr, aber ständig. Mäkeln, meckern. Und jammern, als ob das das Selbstverständlichste von der Welt wäre, dass wir uns für dieses Pakt rumlegen. Das stimmt doch gar nicht. Hat die keinen Balkon, die Kuh? Das stimmt doch alles gar nicht, was du erzählst. Du hättest sie mal gestern Abend erleben sollen. Da kamen sie extra zu mir hoch, um mir ihr neues Gebiss zu zeigen. Das hat 1480 Mark gekostet. Zähne sind Luxus. Ich möchte dich mal sehen, wenn du ohne Zähne rumlaufen müsstest. Oder der Bundeskanzler. Du kannst mich doch nicht mit der Emskötern vergleichen. Und euch möchte ich sehen ohne unseren Bundeskanzler. Martin, mein Mann, der arbeitet in Bonn im Bundestag. Der sagt immer, Zähne ohne Zähne ist schlimmer als ohne Hose. Jedenfalls möchte ich nicht mehr von deiner ewig mäkelnden Frau Emskötter hören. Erst recht nicht beim Essen. Aber sie hat doch gar nicht gemäkelt. Im Gegenteil. Sie hat gestrahlt. Sie hat nämlich das ganze Geld von der Kasse ersetzt bekommen. Dabei hieß es vorher, die Kasse würde nur 80% ersetzen. Und nun hat sie 296 Mark übrig. Und nun kann sie sich einen Traum erfüllen. Sie kauft sich einen Kühlschrank mit Tiefkühlfach. Da hättest du mal sehen sollen, wie froh und dankbar sie war. Wenn es nach mir ginge, würden alle Ossis Gebisse verpasst kriegen. Gebisse? Alle Ossis? Warum das denn? Die riechen doch alle aus dem Mund. Du merkst das natürlich schon gar nicht mehr. Aber wir hier. Das liegt natürlich an der Verpflegung und dann
weil die zahnärztliche Versorgung beschissen war. Das stimmt doch gar nicht. Vorige Woche war ich bei Dr. Nottebohm. Da hat er gestaunt und hat gesagt, dass das, was ich im Mund habe, noch echte Wertarbeit ist. Dr. Nottebohm ist mein Zahnarzt, also ein richtiger Zahnarzt aus dem Westen. Ich spreche von denen, die früher bei euch in der Zone ihr Unwesen getrieben haben. Da gab es ja nicht mal überall Elektrizität, wenn da gebohrt wurde. Dann musste ein Helfer auf dem umgebauten Fahrrad den Antrieb machen. Vermutlich hat es deshalb auch keine Arbeitslosen gegeben. Jedenfalls ist der Schweinebraten ganz wunderbar. Ganz anders, als wenn die Frau Blümel Schweinebraten macht. Das ist die Frau von Herrn Blümel, ein Kollege meines Mannes. Und die ist fast in ganz Bonn berühmt für ihren Schweinebraten. Auf jeden Fall in unserer Siedlung. Das ist Hammel. Wirklich? Schmeckt aber trotzdem gut. Jedenfalls die Geschenke von den Herrn Schwager, sehr schön. Sehr schön. Das kann man wohl sagen. Was willst du eigentlich mit dem Bild machen? Was schon. Vielleicht nehme ich's mit. Friedhelm hat gesagt, dass bei dir die Wände zu feucht sind. Ach wo, das war im Buch. Da, wo ich jetzt wohne, im Banco, da ist es trocken. Willst du das dann da hinhängen? Mal sehen. Vielleicht verkaufe ich's auch. Gestern habe ich zufällig in der Fasanenstraße ein Bild gesehen, das sah fast so aus wie unseres. Und das hat 4.400 Mark gekostet. Herr Motzki, Sie müssen machen Mund auf! Sie müssen machen Mund auf! Mund aufmachen! Mund auf! Die Überraschung!